Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Dicke, lieber Kollege Steinberg, als Vertreter des Forschungskollegs Humanwissenschaften heiße ich Sie hier in unseren wunderbaren Räumlichkeiten sehr, sehr herzlich willkommen. Nach dieser sehr ausgewogenen, breiten und fachkundigen Einführung in das Thema und den Ablauf des heutigen Abends werde ich zu diesem Teil in einer kurzen Begrüßung nichts sagen. Stattdessen werde ich mich aber auch kurz fassen, weil Sie nicht gekommen sind, um Begrüßungen zu hören, sondern an Steinberg zu hören. Gestatten Sie an dieser Stelle meine besondere Freude Ausdruck zu verleihen, dass Herr Steinberg heute Abend in dieser Reihe der Karl-Hermann-Flach-Stiftung zu uns sprechen wird. Er repräsentiert nicht nur die, sagen wir, funktionale Seite des Umstandes, dass hier ein solches Kolleg errichtet worden ist, denn er hat maßgeblich als Präsident der Bildungsuniversität in der Zusammenarbeit mit der Reinhardt-Stiftung dafür gesorgt, dass dieses Haus, dieser Neubau entstanden ist und diese Einrichtung geschaffen wurde hier auf dem Wingertsberg. Er ist auch mit der heutigen Präsentation ein lebendiger Vertreter der Idee dieses Forschungskollegs und zu dieser Idee noch zwei Sätze. Das ist der Ort für Forschung, Fellow, Präsenz, das heißt Gäste, die hier auf dem Wingertsberg für eine bestimmte Zeit ihre Zelte aufschlagen, im Gästehaus wohnen und in Arbeitsgruppen als Fellows, eben als Kollegiaten in Gruppen verbunden mit Professoren und Professoren der Goethe-Universität ihre Forschungen betreiben. Und darüber hinaus und genau darin auch ist dieser Ort der gesuchte und institutionalisierte Ort der Begegnung von Wissenschaft und Gesellschaft, Wissenschaft und Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit, dort, wo sich Forscher zurückziehen, aber auch dem öffentlichen Gespräch stellen. Und insofern ist der Vortrag von Herrn Steinberg in einer Reihe zur Frage nach der Zukunft des politischen Liberalismus neben den anderen Repräsentanten, die hier aus den verschiedenen Bereichen gesprochen haben, der typische Beitrag, der auch für dieses Haus programmatisch ist, nämlich die Wissenschaft, hier die Rechtswissenschaft mit ihrer öffentlichen Bedeutung für politische und gesellschaftliche Vorgänge in das Gespräch mit Politik, mit dem Bürger, mit der Bürgergesellschaft zu bringen. Dies muss institutionalisiert werden, das braucht Formen. Wir haben natürlich auf dem Campus Riedberg und dem Campus Westend dafür Formen der Zusammenarbeit entwickelt, aber hier in besonderer Weise verdichtet. Und ich freue mich, dass die Karl-Hermann-Flach-Stiftung bei dieser Gelegenheit ihre Vorlesungsreihe nach Bad Homburg hier ins Forschungskolleg der Goethe-Universität gelegt hat. Und ich darf ankündigen, ohne Frau Holchmann vorzugreifen, dass auch in dem Sommer- und Herbstprogramm diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen fortgesetzt werden wird. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen auch seitens des Kollegs und ein herzliches, ja, Willkommen kann ich kaum sagen, lieber Herr Steinberg, ein Coming Home. Ich freue mich, Sie sind auch sonst ja hier ein häufig und gern gesehener Gast, aber heute in einer besonderen Rolle und ich freue mich auf Ihren Vortrag Bürger und Bürgergesellschaft als Grundlage eines freiheitlichen Gemeinwesens. Ich darf Sie sehr herzlich um Ihren Vortrag bitten. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich denke, wir haben früher oft zusammengesessen und über die Lösung von Problemen gedacht und gearbeitet. Herr Lutz Bachmann, in der Tat, ich komme ganz besonders gerne in dieses Haus. Ich glaube, es ist ein Juwel in den akademischen Standorten der Goethe-Universität. Und ich glaube auch gerade für das Thema des heutigen Abends, das mir gestellt wurde, ist es ein passender Ort. Ich komme darauf mit zurück. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich an, dass Sie heute Abend die Zeit gefunden haben, hier in
die Werner-Reimer-Stiftung, das Forschungskolleg Humanwissenschaften zu kommen. Ich möchte mit Ihnen sprechen über Bürger und Bürgergesellschaft als Grundlage eines freiheitlichen Gemeinwesens. Ich beginne mit einem Zitat. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Diese Feststellung in Wilhelm von Humboldts drei Jahre nach der Französischen Revolution verfassten Schrift Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, dürfte auch heute noch unverändert gültig sein. Es erscheint mir doch unabdingbar, diese Grenzen mehr als 200 Jahre später angesichts tiefgreifender Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ja vielleicht auch selbst Veränderungen des Menschen neu abzustellen. Auf eines seiner Schlüsselworte in dem eben genannten Zitat, dem der Bildung, werde ich jedoch noch mehrfach zurückkommen. Sie werden verstehen, dass ich heute Abend nur einige Bereiche dieser heutigen Grenzen in den Blick nehmen kann. Dabei werde ich ein Themenfeld ausklammern, das bei der Diskussion über eine liberale Gesellschaftsordnung oftmals im Vordergrund steht, manchmal auch als deren ausschließliches Thema, und zwar die Ordnung der Wirtschaft. Ohne deren Bedeutung schmälern zu wollen, wird dabei doch oftmals übersehen, dass die Freiheitlichkeit eines Gemeinwesens das Ensemble von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ausmacht. Für die Väter der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, Walter Eucken und vor allem Alfred Müller-Amack, der den Begriff der sozialen Marktwirtschaft geprägt hat, war das selbstverständlich. Vor allem zu letzterem, zur Gesellschaftspolitik möchte ich einige Aspekte beitragen. Ich will dies mit fünf Schritten versuchen. Ich beginne mit einem Blick auf den heutigen Bürger, bevor ich auf einige Freiräume gesellschaftlicher Gestaltung eingehe. Ich beschreibe dann eingehend die Notwendigkeit einer aktiven Bürgergesellschaft, bevor ich in einer abschließenden Bemerkung einige Aspekte einer sozialliberalen Gesellschaftsordnung skizzieren werde. Zuerst also zum selbstverantwortlichen Bürger. Im Zentrum eines freiheitlichen Gemeinwesens steht der Einzelne. Das ist das Ergebnis vor allem von Reformation und Aufklärung, die den Einzelnen von den alten Bindungen von Ständen, Zünften, Clans, Leibeigenschaften und auch Religion emanzipiert haben. Diese zentrale Stellung des Individuums ist keinesfalls selbstverständlich, auch heute nicht, wie gerade beim Blick auf andere Gesellschaftsordnungen, etwa die Chinas oder auch der arabischen Länder, bewusst wird, in denen die Einbindung des Einzelnen in ein Kollektiv nach wie vor dominiert. Die Individualisierung hat sich seit dem 19. Jahrhundert wachsender Atomisierung der Gesellschaft beschleunigt. Und heute in der Selfie-Gesellschaft glaubt man, eine neue Stufe der Entwicklung hin zu einem Narzissmus des postmodernen Individuums erkennen zu können. Die Individualisierung war und ist verbunden mit einem Abbau des selbstgestalteten Lebensumfeldes. Der Erfinder des Begriffs Leistungsstaat, der Jurist Ernst Forstorff, spricht hier anschaulich von einer Schrumpfung des beherrschten Raumes des Einzelnen. Gemeint ist, dass der Einzelne immer weniger sich als Herr seines Lebensraumes, des Hofes, des Eigentums, des Hauses gerieren kann und damit gleichzeitig wesentliche Sicherungen der individuellen Existenz verliert. Er lebt in einer artifiziellen Welt, die durch Wissenschaft und Technik geprägt ist. Er bedarf damit organisierter Vorkehrungen, umfangreicher Versorgungs- und Verwaltungsapparaturen, um in den Genuss dessen zu kommen, was er lebensnotwendig braucht. Für Forstorff, den konservativen Staatsrechtslehrer, kommt dazu nur der Staat in den Blick. Zitat: So lebt der moderne Mensch nicht nur im Staat, sondern auch vom Staat. Der Verlust des beherrschten Lebensraums und der mit ihm gegebenen Daseinsreserven setzt ihn dem Staate aus. So folgt er.
Aber beschreibt Forst auch die heutige Realität des Staates nicht zutreffend? Denn dieser gewährleistet nicht nur die äußere und innere Sicherheit, ordnet als Rechtsstaat das Zusammenleben der Gesellschaft, diese beiden Funktionen kennt auch Humboldt, sondern er ist lenkender, leistender, umverteilender Sozialstaat, mittlerweile auch Umweltstaat. Als Folge ist eine zunehmende Bürokratisierung dieser Aufgabenwahrnehmung zu verzeichnen. Das heißt, einer wachsenden Bürokratie, die schon Max Weber als lebende Maschine, als Gehäuse der Hörigkeit kennzeichnet, aus dem es kein Entrinnen gibt. Und so kommt es zu dem Paradoxon. Die Mechanismen, die für den Einzelnen die Voraussetzung seiner Existenz schaffen sollen, ihn somit von den Unwägbarkeiten seiner Existenz befreien sollen, machen ihn abhängig und damit unfrei. Die freiheitsfördernde Absicht des modernen Staates kehrt sich in sein Gegenteil. Schon Friedrich Naumann geißelt vor mehr als 100 Jahren die staatssozialistischen Gedanken, die Sozial- und Wirtschaftspolitik Bismarcks zugrunde liegt, zum Bedeutungsverlust der nationalliberalen Partei geführt haben. Zitat: Der Staat soll sich in alles mischen, soll alles wirtschaftlich regeln, soll dämpfen, hemmen und viele Gesetze machen, so klagt er. Naumann sieht aber auch, wer der Staat ist. Die obere Beamtenschaft, von der alle verwaltenden und kontrollierenden Tätigkeiten ausgeführt werden sollen. Schon für die Zeit des Deutschen Reiches nach 1871 muss diese Bemerkung Naumanns ergänzt werden. Die obere Beamtenschaft stand auch im Bismarckreich in engem Kontakt mit einer Vielzahl von Interessengruppen, ja förderte gar deren Entstehung. Diese manchmal symbiotische Beziehung zwischen Staat und hier vor allem Ministerialverwaltung und Verbänden lässt sich in gewisser Weise als Charakteristikum des interventionistischen Staates verstehen. Staat und Verbände sind heute nicht weniger als vor 100 Jahren voneinander abhängig, ja sie befördern wechselseitig ihre Proliferation. Dass dieses System von Einflussnahme und staatlicher Intervention nicht zu einem ausgewogenen Parallelogramm der Kräfte, sondern leicht zu Verbiegungen einer gemeinwohlorientierten Politik führen kann, kann ich hier nur andeuten. Es erscheint bemerkenswert, dass Naumanns Warnung vor dem Bevormundungsstaat, wie er es nannte, heute von einem Nachfahren der Frankfurter Schule, Jürgen Habermas, geteilt wird. Dieser beklagt die Einäugigkeit des sozialstaatlichen Projekts, dem ein Widerspruch zwischen Ziel und Methode innewohnt. So überziehe ein immer dichteres Netz von Rechtsnormen, von staatlichen und parastaatlichen Bürokratien den Anteil der potenziellen und tatsächlichen Kunden. Er spricht von der verdinglichenden und subjektivierenden Gewalt, die sich bis in die feinsten kapillarischen Verästelungen verfolgen lasse. Dies bewirke die Verformung einer reglementierten, zergliederten, kontrollierten und betreuten Lebenswelt, die gewiss sublimer sei als die handgreiflichen Formen von materieller Ausbildung und Verelendung, aber nicht weniger destruktiv. So beklagt er die Krise des Wohlfahrtsstaates, die wegen einer Bürokratisierung der Lebenswelt in breiten Schichten als Gefährdung empfunden und zu einer Krise der sozialen Integration geführt haben. Hat so der Verlust des beherrschten Lebensraums zu einer ambivalenten sozialstaatlichen Gegenstrategie geführt, so ist damit gleichzeitig dessen Gerant, der Bürger, verloren gegangen oder hat jedenfalls an Bedeutung eingebüßt. Die Publizisten Joachim Fest und Wolf-Job Siegler haben vor wenigen Jahren ein Gespräch veröffentlicht unter dem Titel Der lange Abschied vom Bürgertum. Was verstehen Sie darunter? Ihre zentrale These lautet, dass das Bürgertum, das seit der Französischen Revolution als der dritte Stand auf die Bühne der Geschichte getreten ist, abgedankt hat. Dabei machen Sie deutlich, dass das Bürgertum des 19. Jahrhunderts in Deutschland nach der gescheiterten Revolution von 1848-49, anders als in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien, es recht anders als in den USA, zwar wirtschaftliche und wissenschaftliche Höchstleistungen erbracht hat,
politisch als entscheidende Größe jedoch gescheitert war. Die politische Schwäche des Bürgertums in Deutschland wurde schmerzhaft sichtbar im Scheitern der Weimarer Republik, wo sich zu wenige Bürger fanden, um sich, so Rüdiger Safranski, den Salto Mortale in die Primitivität zu widersetzen, ja wo sogar, wie es Hannah Arendt nannte, ein Bündnis zwischen Mob und Elite möglich wurde. Die Reste eines Bürgertums wurden dann aufgesogen von der Volksgemeinschaft, soweit sie nicht vertrieben oder vernichtet wurden. Dies war nicht zuletzt das Schicksal eines Staatenbürgertums mit jüdischen Wurzeln in der Stadt Frankfurt am Main, das etwa in den Personen der bedeutenden Industriellen Arthur von Weinbergs oder Wilhelm Mertens zu den Mitbegründern der Frankfurter Universität 1914 gehört hatte. Wodurch zeichnet sich diese Art des, ich sage, alten Bürgertums aus? Als einen derartigen Bürger alten Stils beschreibt der Frankfurter Historiker Lothar Gall den Bankier Hermann Josef Abs. Zu den Grundbedingungen, zu den Grundvoraussetzungen einer solchen bürgerlichen Existenz zählte für Abs, so Gall, das Gleichgewicht zwischen öffentlichen und privaten, zwischen der Hinwendung zu den dem Einzelnen gestellten Aufgaben des Gemeinwesens und der Bewahrung und Sicherung des individuellen, des persönlichen Bereichs. Zitat: Dazu gehörte für ihn vor allem die feste Bindung an die ihm von früh auf vermittelte, durch das Elternhaus vorgelebte bürgerliche Welt- und Lebensauffassung mit ihren Normen, ihren Schwerpunkten, mit ihrer Einbeziehung von Kunst und Wissenschaft als tragenden Elementen menschlicher Existenz, aber auch die Bindung des Handelns an die Idee des Gemeinwohls und die Verpflichtung auf das Gemeinwesen, ohne darüber den Geist und die Antriebskräfte des Individualismus, individualistische Lebensform und Lebensziele preiszugeben. Zitat Ende. Und ähnlich urteilt Klaus Hildebrand, Zeithistoriker aus Bonn, Abs sei trotz aller Fairness ein Bürger geblieben, vielleicht der letzte des Jahrhunderts. Es mag sein, dass es auch heute noch einzelne Persönlichkeiten gibt, auf die diese Beschreibung mehr oder weniger zutrifft. Einige Namen werde ich später noch nennen. Aber auch sie sind nicht mehr Teil einer sozialen Trägerschicht. Wer ist dann an die Stelle des von Gall mit viel Sympathie gezeichneten Bürgertums getreten? In gewisser Weise ist es das Regime der Manager, wie es James Burnham in seinem 1940 verfassten Klassiker beschrieben hat. Aus dem Bankier ist er Banker geworden. Übrigens selbst Abs ist ein Banker geworden, der war nur ganz kurz am Anfang seiner beruflichen Tätigkeit Bankier. Dieses Regime zeichnet sich aus durch die Trennung von Eigentum und Verfügungsbefugnis, durch Spezialisierung und Verwissenschaftlichung. Verloren gegangen ist die Ganzheitlichkeit der Persönlichkeit, die Verbindung von individuellem Erfolgs- und auch Gewinnstreben mit der Verantwortung für das Gemeinwesen. Und ich fürchte, dass sich diese Entwicklung in den letzten Jahren dramatisch verschärft hat. Erleben wir doch die Entstehung einer Art globaler Elite von Peers, die mehr miteinander gemeinsam haben als mit ihren Landsleuten. Ob sie ihren Wohnsitz in New York, Singapur, London oder Frankfurt haben, so stellen sie zunehmend eine eigene globale Nation. Das schöne Wort eines früheren Frankfurter Vorstandsvorsitzenden, der Markt ist meine Heimat, bringt das sehr schön zum Ausdruck. Eines Unternehmens, das heute nur noch in Gestalt einer S-Bahn-Station existiert. Wir erleben hier bei dieser Gruppe keine soziale Trägerschicht, die auch in Verantwortung für das Gemeinwesen handelt, sondern eine globale Gruppierung, die zunehmend in einer Art Parallelgesellschaft lebt. Der Londoner Sozialwissenschaftler Anthony Giddens nennt sie die sozial Ausgeschlossenen an der Spitze. Man müsste besser formulieren, sich Ausschließenden an der Spitze. Ihr Ziel scheint vor allem die Mehrung ihres persönlichen Vermögens durch Einkommen, Optionen und Body zu bestehen. Zu den öffentlichen Lasten der Steuer beizutragen, betrachten sie als Zumutung. Hier deutet sich in den westlichen Ländern eine wachsende Spaltung der Gesellschaft an, die vor allem auch in Deutschland mit seinem ausgeprägten Gleichheitsempfinden die Legitimität unserer gesellschaftlichen Ordnung gefährden
und so eine erhebliche Sprengkraft entfalten könnte. Situationen, in denen in ähnlicher Weise der überwiegende, der übermäßige Erwerbstrieb kritisiert wurde, sind allerdings in der Geschichte nicht neu. So geißelte Alexis de Tocqueville in den 1830er Jahren in Frankreich die Begierde, um jeden Preis reich zu werden, die Neigung, Geschäfte zu machen, die Gewinnsucht, das Streben nach Wohlleben und sinnlichen Genüssen als die übelsten Leidenschaften. Zuvor hatte der französische Premier Guizot seinen Landsleuten zugerufen: Enrichissez-vous, bereichert euch. Und einige Jahrzehnte später beklagte Jakob Burckhardt die nochmalige Steigerung des Erwerbszins. Die besten Köpfe wendeten sich auf das Geschäft und er fragt, welche Klassen und Schichten werden fortan die wesentlichen Träger der Bildung sein, welche werden die Forscher, Künstler und Dichter liefern, die schaffenden Individuen. Sind wir heute wieder, wie in dem goldenen Zeitalter der 70er Jahre des vorletzten Jahrhunderts, in einer Zeit, in der die Kultur des Konsums die der Bürgerlichkeit verdrängt, wie der große, jüngst verstorbene amerikanische Politikwissenschaftler Robert Ardal befürchtet. Mit einer gewissen Fassungslosigkeit hat auch jüngst der Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter in der zweiten BP-Gesellschaftsstudie von dem Ergebnis einer Befragung von 150 deutschen Unternehmern und Managern berichtet. Zitat: Es ist wirklich erstaunlich, wenn sie der wirtschaftlichen Elite des Landes gegenüber sitzen und dabei vielfach auf Sprachlosigkeit bezüglich Gesellschaft, bezüglich der Politik, bezüglich der Zukunft und so weiter treffen. Zitat Ende. Dazu kennt man den Eindruck, dass diese Personen sich persönlich auch wenig gesellschaftlich engagierten. Eine Ausnahme sieht er nur bei konfessionell Engagierten. Ist somit der Bürger als soziale Kategorie weitgehend verloren gegangen, so bleibt die Bedeutung bürgerlicher Werte nach wie vor bestehen. Bürgerlichkeit ohne Bürgertum nennt dies eine neuere sozialwissenschaftliche Studie. Wodurch sich Bürgerlichkeit auszeichnet, hat Gall, ich wiederhole, bündig beschrieben. Die Verbindung des Öffentlichen mit dem Privaten, die Bindung des Handelns an die Idee des Gemeinwohls und die Verantwortung für das Gemeinwesen. Gerade diese Elemente hat Walter bei seinen Gesprächspartnern, immerhin Angehöriger der wirtschaftlichen Elite in diesem Land, vermisst. Es geht beim Bürger, Sie erinnern sich, um die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Der Einzelne soll in die Lage versetzt werden, sich selber in der Welt zurechtzufinden, zu erkennen, welche Möglichkeiten selbstständiger Lebensgestaltung er besitzt und wie er davon in eigener Verantwortung Gebrauch machen kann. Und hier sind wir wieder bei Wilhelm von Humboldt, der dies zur zentralen Aufgabe der von ihm vor mehr als 200 Jahren neu konzipierten Universität in Berlin erklärt hat. Zitat: Nur die Wissenschaft, die aus dem Innern stammt und ins Innere gepflanzt werden kann, bildet auch den Charakter um. Und dem Staat ist es ebenso wenig als der Menschheit um Wissen und Reden, sondern um Charakter und Handeln zu tun. Zitat Ende. Bildung vermittelt demnach nicht nur die kognitiven Fähigkeiten, sondern bedeutet auch Bildung des Charakters, die den Einzelnen in die Lage versetzt, die Gestaltung seines Lebens selber in die Hand zu nehmen, tua res agitur. Natürlich vermittelt eine so verstandene Bildung nicht nur Schule und Universität, sondern auch andere Institutionen wie Kunst und Medien, Familie oder Kirche. Doch je schwächer deren Beitrag zur Bildung des Einzelnen ausfällt, desto größer wird die Verantwortung des Staates, diese vorzusehen und zu gewährleisten. Und entscheidet sich vor allem durch Bildung und nicht mehr und immer weniger durch den Erwerb des beherrschten Lebensraums, den Lebenserfolg des Einzelnen, die Fähigkeit, ein erfülltes, selbstgestaltetes im Beruf und Privatleben zu führen. So zeichnet sich ein freiheitliches Gemeinwesen dadurch aus, dass es allen seinen Bürgern die Chance gibt, sich zu bilden. Chancengleichheit ist das Gegenteil von Privilegien, Klassen und Kasten. Wie das in der Praxis umzusetzen ist, wird zu Recht kontrovers diskutiert.
Aber kann man bestreiten, dass sich oftmals hinter der Ablehnung von Änderungen im Schulbereich die Sorge um die Verteidigung des sozialen Status quo verbirgt? Ein schönes Beispiel liefert hierzu der Hamburger Volksentscheid Wir wollen lernen. Der Chancengleichheit im Bildungsbereich ist allerdings auch nicht gedient, das ist genauso zu betonen, mit einem Abbau von Leistungsanforderungen, mit der Nivellierung von Qualifikationsniveaus. Wir brauchen die Leistungsstarken und Leistungsbereiten in allen gesellschaftlichen Bereichen. Investitionen im Bildungsbereich, in das Humankapital, sind, so zeigt es auch eine Studie der OECD, nicht nur das wirksamste Mittel, der wachsenden ökonomischen Ungleichheit in vielen Ländern entgegenzuwirken, sondern auch die Innovationsfähigkeit und damit das wirtschaftliche Wachstum eines Landes zu beflügeln. Bildung wird aber auch für die Immigranten zum Schlüssel zur Integration in die Gesellschaft. Hier muss der Staat nicht nur ein überzeugendes Angebot, etwas zum Spracherwerb oder Bildungsabschluss machen, sondern auch klare Erwartungen an das Engagement der Immigranten und ihrer Familie formulieren. Kommen wir jetzt zu einem Beispiel der Freiräume eigener Gestaltung. Freiheitlichkeit eines Gemeinwesens bedarf allerdings auch räumefreier Entscheidung und Selbstverantwortung der Bürger. Diese Räume soll der Staat respektieren, er soll sie schaffen. Es wird Sie nicht verwundern, dass ich hier auf das Beispiel der Hochschulen eingehe. Diese waren bis vor gut 15 Jahren hochzentralistisch reglementiert. Schlüsselworte sind hier das Hochschulrahmengesetz aus dem Jahre 1976, aber auch das Numerus Clausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1972. Aus der Erkenntnis, dass die deutschen Hochschulen im internationalen Wettbewerb zunehmend zurückfielen, erwuchs die Einsicht, sie aus der bürokratischen Umhebung befreien zu müssen, ihnen die Befugnis zu geben, Kraft ihrer Sachkunde und ihres Einfallsreichtums vor Ort eigenständige Lösungen für Lehre und Forschung zu finden. Aus nachgeordneten Behörden der Wissenschaftsministerien wurden Teilnehmer des internationalen Wettbewerbs auf dem Bildungs- und Wissensmarkt. Wettbewerb trieb die Hochschulen aus dem Elfenbeinturm, ließ das Bewusstsein zurückkehren, das bereits den preußischen Universitätsgründern wie Humboldt, Schleiermacher oder Fichte eigen war, dass die Hochschulen für die Gesellschaft und nicht etwa für die Idiosynkrasien der Professoren da ist. Das Ergebnis stellte eine Intensivierung der Zusammenarbeit von Theorie und Praxis dar, auf die in der Wissensgesellschaft ein Land angewiesen ist und die auch, Sie haben es ausgeführt, an diesem Ort hier im Forschungskolleg ihren Platz findet. Die hessische Hochschulpolitik, beginnend mit der Wissenschaftsministerin Ruth Wagner, fortgeführt von Udo Kortz, stellt hier einen der Vorreiter einer liberalen Hochschule dar. Den Höhepunkt dieser Entwicklung markiert zweifellos die Umwandlung der Goethe-Universität in eine Stiftungsuniversität, die damit zu ihren Wurzeln zurückkehren konnte. Auch in anderen Bundesländern war die Entwicklung ähnlich und sie war erfolgreich. Wenn sich andere gesellschaftliche Bereiche in Deutschland in gleichem Maße gewandelt hätten, stünde das Land heute besser da. Allerdings haben die Ideologen bürokratischer Bevormundung nicht aufgehört, dies als Ökonomisierung und Verirrung des Neoliberalismus zu denunzieren. Leider nicht ganz erfolglos, wie man in Nordrhein-Westfalen sieht, wo die rot-grüne Landesregierung gegen den geschlossenen Widerstand aller Hochschulpräsidenten deutlich den Rückwärtsgang eingelegt hat. An einer Stelle ist leider auch die hessische Hochschulpolitik gescheitert, bei der Einführung von Studiengebühren. Diese dienten ja nicht nur einer besseren Finanzierung der Hochschulen. Sie hatten vor allem auch den Zweck, den Studierenden das Bewusstsein des persönlichen Engagements und des selbstverantwortlichen Investments in die eigene Zukunft zu vermitteln und so auch zu einer intensiveren Verbindung mit ihrer Hochschule, später auch wie internationale Erfahrungen zeigen, als Alumni zu führen. Dafür, dass das Gesetz sozialverträglich ausgestaltet war und damit die Chancengleichheit nicht verletzte, hatte ich mich auch persönlich, wie viele meinen, erfolgreich eingesetzt. Sie wissen, Rot-Rot-Grün hat als eine ihrer ersten Maßnahmen 2008 die Studiengebühren abgeschafft. Warum?
weil Deutschland ein sozialistisches Land ist. Ausrufezeichen, Fragezeichen steht hier. So nämlich die Einschätzung des Präsidenten der Universität von Chongqing, nachdem er mir von den relativ hohen Studiengebühren an seine angesehene chinesischen Hochschule berichtet hatte. Bemerkenswert, eine rot-chinesische Universität kritisiert ein sozialistisches Land der Bundesrepublik Deutschland. Ich betrachte es als einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass ungeachtet der Abschaffung der Studiengebühren in mittlerweile allen Bundesländern, zuletzt auch in Bayern, die Hochschulrektorenkonferenz unlängst deren Wiedereinführung gefordert hat. Ich habe allerdings Zweifel, ob sich in absehbarer Zeit nochmals eine Landesregierung an dieses heiße Thema wenden wird. Vorbei. Das Beispiel aus der Bildungspolitik zeigt schon deutlich, dass ein freiheitliches Gemeinwesen auch im gesellschaftlichen Bereich durchaus staatlicher Aktivitäten bedarf, sei es der Setzung eines Rahmens, eines Ordnung, wie in der sozialen Marktwirtschaft, sei es der Schaffung der Voraussetzungen und der Gewährleistungen, damit der Einzelne die vor allem auch grundrechtlichen Freiheiten genießen kann. Dafür bedarf es eines handlungsfähigen Staates mit verantwortlichen Institutionen. Diese sind zu pflegen und zu stärken, damit sie ihre Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl auch wahrnehmen können. Und ich stelle überall fest, dass diese Verantwortung der Institutionen in diesem Land, aber auch in anderen westlichen Ländern zunehmend unterminiert wird. Das letzte ist der Plan, die Hessische Landesregierung und die Hessische Gemeindeordnung zu ändern. Ein Gemeinwesen ist nicht umso freiheitlicher, je weniger Staat existiert, im Gegenteil. Ein freiheitliches Gemeinwesen ist auf einen starken Staat angewiesen. Das Entscheidende sind freilich die Maßstäbe für staatliche Aktivitäten. Wie auch anderswo entscheidet das Maß für den manchmal schmalen Grat zwischen Medizin und Gift. Dabei sind sowohl die staatliche Steuerungsfähigkeit als auch, wie es der Philosoph Wolfgang Kersting in seiner Streitschrift Verteidigung des Liberalismus nennt, die Ärmlichkeit der kognitiven Ausstattung des Menschen in Bedacht zu nehmen. Gerade Liberalen kennen die Schwäche des Menschen. Aber dies sind Fragen nach der heutigen Rolle des Staates, die ich hier nur andeuten kann, aber nicht beantworten. Kommen wir zum nächsten Punkt, der aktiven Bürgergesellschaft. Bisher konnte der Eindruck entstehen, als ginge es einem Gemeinwesen allein um das Gegenspiel von Staat und dem Einzelnen. Dabei wird jedoch verkannt, dass der Einzelne trotz der eingangs beschriebenen Individualisierung sich immer noch in zahlreichen sozialen Verbindungen befindet. Deren Charakter hat sich jedoch seit dem 19. Jahrhundert weitgehend geändert. Sie stellen nicht mehr Kooperationen dar, in die der Einzelne gleichsam hineingeboren wird, oder denen er sich aus anderen, zum Beispiel beruflichen Gründen, nicht entziehen kann. Stattdessen schließt er sich freiwillig zu Vereinigungen, zu Assoziationen zusammen. Zu Recht sind deshalb auch heute noch existierende Zwangsverbände kritisch zu sehen. Die überragende Bedeutung der Assoziation ist unübertrefflich von Alexis de Tocqueville in seinem in den 30er Jahren des vorletzten Jahrhunderts verfassten Reisebericht über die Vereinigten Staaten von Amerika geschildert worden. Hier traf er auf ein vielfältiges Vereinsleben. Dieses versteht er ganz wesentlich als Grundlage der persönlichen Existenz des Einzelnen, ebenso wie als Garantie eines freiheitlichen Gemeinwesens. In keinem Land der Welt sei das Prinzip der Assoziation erfolgreicher und für eine größere Anzahl von Zielen genutzt worden als in Amerika. Grund hierfür sei das Vertrauen der Bürger in ihre Fähigkeiten, durch eigene Anstrengungen die Übel und die Schwierigkeiten des Lebens bewältigen zu können, ohne gleich nach dem Staat zu rufen. Dieser würde eher misstrauisch und ängstlich betrachtet und nur im äußersten Notfall seine Hilfe in Anspruch genommen. Die Assoziationen werden so zum Kern der bürgerlichen Freiheit. Sie stärken die Kraft des Einzelnen und schützen ihn vor der Tyrannei der Mehrheit, deren Gefährdung in der Demokratie Tocqueville klar sieht. Durchaus in Anknüpfung an diese Überlegungen hat in den letzten Jahren der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Putnam die Bedeutung freier Vereinigungen in einem neuen Konzept des Sozialkapitals herausgearbeitet. Ob die Fähigkeit zur Selbstorganisation heute nachgelassen hat, ist eine spannende Frage, auf die es keine klaren Antworten gibt. Putnam selber
hat diese Frage in seinem berühmten Vortrag Bowling Alone bejaht. Das heißt, die Leute gehen nicht mehr in den Kegelclub, sondern gehen in ein Einkaufszentrum, in eine Kegelallee und kegeln da allein. Auch in Deutschland gibt es Anzeichen einer Schwächung, so etwa wenn Leitungsfunktionen in Vereinsämtern nicht oder nur noch schwer zu übersetzen sind. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen über diese Frage sind sich aber alle wohl in einem einig. Die Form der Zusammenschlüsse hat sich geändert. Im Vordergrund stehen weniger die starke rückläufige Zugehörigkeit zu formellen Organisationen, zum Beispiel Kirchen, Gewerkschaften oder politischen Parteien, als vielmehr das Aufkommen von mehr oder weniger dauerhaften Bewegungen, die sich oftmals gegen die als abgekoppelt empfundenen Eliten wenden. Stuttgart 21, die Montagsdemonstration am Frankfurter Flughafen und neuerdings Pegida gegen dafür Zeugnis. Selbst die auf den ersten Blick gesichert dastehenden Sportvereine klagen über Schwierigkeiten, ihre Leitungsfunktionen zu besetzen. Demgegenüber sprießen überall die Fitnessstudios aus dem Boden, wo man sich ohne zeitliche und persönliche Verbindlichkeiten für Beruf und Gesundheit fit hält. Auch neue Formen sportlicher Betätigung wie Jogging, Inlineskating oder Ähnliches kommen ohne eine vereinsmäßige Bindung aus. Und auch die deutschen Rotary-Clubs beklagen permanent immer wieder ihre Überalterung wegen der Schwierigkeiten, junge Mitglieder zu gewinnen. Alles Trommeln und Pfeifen der jüngsten Zeit hat nichts bewirkt, heißt es im gerade erschienenen Rotary-Magazin. Angesichts dieses Befundes können wir in Frankfurt Rhein-Main, wie die Hertie-Studie Frankfurt Rhein-Main 2010 gezeigt hat, ein wenig stolz darauf sein, dass die bürgerschaftliche Kultur hier stärker ist als in anderen Teilen Deutschlands und auch die hohe Dichte der gemeinnützigen Stiftungen nur von einer Stadt in Deutschland, ich denke gemeint ist Hamburg, das wird ja nicht genannt, übertroffen wird. Warum nun sind die Assoziationen so wichtig, ja unentbehrlich, für ein demokratisches, freiheitliches Gemeinwesen? Sie decken das breite Spektrum menschlicher Aktivitäten ab, kultureller, sportlicher, geselliger, religiöser und weltanschaulicher, karitativer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher oder politischer Art. Sie unterstützen den Einzelnen bei der Gestaltung seines Alltags, machen staatliche Aktivitäten nach dem Grundsatz der Subsidiarität entbehrlich, geben den Mitgliedern die Möglichkeit sozialer Gestaltung, der Erfahrung sozialer Verantwortung und verschaffen Selbstrespekt und Anerkennung. Assoziationen bringen den Einzelnen in Kontakt mit anderen und führen darüber hinaus durch die Cross-Mitgliedschaft, das heißt die Mitgliedschaft in mehreren Assoziationen, zu deren Vernetzung. Sie lassen sich so verstehen als das Münze eines demokratischen Gemeinwesens, das auf dem Engagement seiner Bürger beruht. Einen anderen Aspekt in dem Zusammenhang hat Friedrich von Hayek, der Ökonomie-Nobelpreisträger, im Blick. In kleinen Gruppen können unterschiedliche Regeln ausprobiert werden, die graduelle und versuchsweise Änderungen erlauben und die Chance zur Auswahl der wirkungsvollsten geben. So betont er die Bedeutung zahlreicher Assoziationen, not only for the particular purposes of those who share some common interest, but even for public purposes in the true sense. Also nicht nur die ihr Gruppeninteresse verfolgen, sondern auch die für das Gemeinwohl im wahrsten Sinne des Wortes sich engagieren wollen. Diese Gruppen ermöglichen, wie Hayek weiß, neue Ideen, Innovationen, die unabdingbar sind, um die großen Probleme des Landes, aber auch der Menschheit, Ernährung, Energie, Gesundheit, Umwelt zu lösen. Sie leben von freilich nicht unbegrenzter Differenz, die der politischen und rechtlichen Absicherung bedarf. Subsidiarität und Föderalismus erscheinen mir als die wichtigsten Mechanismen. Die Organisationsform der Gruppierung mag unterschiedlich sein. Vereine, rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Stiftungen, andere nicht wirtschaftliche gemeinnützige Gesellschaften, schließlich Gruppierungen mit einer schwachen organisatorischen Ausprägung, manchmal aus Versammlungsmengen stammend und sich mit diesen überschneidend. Hier etabliert sich die pluralistische Bürgergesellschaft mit ihren vielfältigen Interessen und Werten als ein Bereich zwischen Staat und Macht. Ist es da ein Wunder, dass dieser intermediäre Bereich zu allen Zeiten von uniformen, ideologischen und politisch Mächtigen bekämpft wurde,
sei es von den Jakobinern durch den Lord Chapelle während der Französischen Revolution, dem bonapartistisch-cäsaristischen Regime des 19. Jahrhunderts, den ideologischen Diktaturen rechter wie linker Provenienz, bis hin, wenngleich in abgeschwächter Form, zu der Klage über die Gefährdung der Einheit und Überparteilichkeit des Staates durch die Vielzahl der Gruppen in der deutschen etatistischen staatsrechtlichen Tradition. Aber auch der plebiszitäre Kurzschluss von Anführern und Volk beruht nicht selten gerade auf dem Überspielen dieses Bereichs. Die Vielfalt der kleinen Gruppen, ihre Unterschiedlichkeit, ihr Wettbewerb ist unvereinbar mit allen holistischen Gesellschaftskonzepten, die die Gesellschaft nach einem einheitlichen ideologischen Muster durchformen wollen. Denn ein derartiges komplexes System, wie es nun einmal ein großes Gemeinwesen darstellt, entzieht sich einer zentralen Steuerung. Komplexe Systeme, mit deren Eigenart befassen sich im Augenblick viele wissenschaftliche Institute bis hin zu Max Planck, aber auch dem Frankfurter Institut for Advanced Studies, zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie Eigenschaften entwickeln, die sich aus der Kenntnis der Komponenten nicht ohne weiteres ableiten lassen. Deren hohen Vernetzungsgrad, also der der Komponenten, bedingt, dass die Entwicklung solcher Systeme kaum zuverlässig prognostizierbar ist und dass sich kaum voraussagen lässt, welche langfristigen Folgen ein Eingriff haben wird. All das spricht für eine große Zurückhaltung gegenüber dirigistischen Eingriffen und für das Vertrauen auf die Selbstorganisationskraft der Gesellschaft mit ihren vielfältigen Gruppierungen. Eine vielfältige Bürgergesellschaft stellt deshalb die unverzichtbare Grundlage eines freiheitlichen Gemeinwesens dar. Lebendige Vereinigungen lassen sich als demokratische Schule verstehen. Sie leisten in unterschiedlichem Maße Beiträge zu deren Voraussetzungen, auf die, nach dem viel zitierten Wort von Ernst Wolfgang Böckenförde, der Staat angewiesen ist, die er selber aber nicht garantieren kann. Die Bürgergesellschaft wiederzubeleben, hält deshalb auch Ralf Dahrendorf, der große Liberale, für eine zentrale Aufgabe. Politische Demokratie, so schreibt er, ohne Bürgergesellschaft, schwebt entweder in der Luft oder ist überfordert. Es ist ein Kernstück der funktionierenden Demokratie, dass die Bürger von ihr nicht alles verlangen. Einen positiven Beitrag zur Integration des Gemeinwesens vermögen Einrichtungen der Bürgergesellschaft aber nur zu leisten, wenn diese die grundlegenden Werte des demokratischen Gemeinwesens anerkennen und möglichst auch selber praktizieren. Ich unterstreiche das möglichst. Letztlich lebt auch die Bürgergesellschaft, wie auch der Staat, von denselben Bedingungen der Existenz und Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, sich zu engagieren. Hierzu bedarf es nicht nur freier Zeit, manchmal auch des Einsatzes finanzieller Mittel, sondern noch wichtiger von Wissen, Kenntnissen und sozialer Kompetenz. Warum scheint dieses bürgerschaftliche Engagement auch in Deutschland schwächer zu werden? Dies hat sicherlich verschiedene Ursachen. Eine davon stellt die erwähnte zunehmende Individualisierung dar, die Vorliebe für das Bowling Alone. Eine andere mag darin liegen, dass, wie gesagt, sich das Bürgertum als soziale Gruppe verabschiedet hat. Die wesentliche Schicht aber, die heute dieses Engagement trägt, die mittlere Schicht, sich unter Druck empfindet. Gar eine Statuspanik, eine grassierende Stimmung der Angst, beobachtet Hans Bude, Politikwissenschaftler aus Kassel und Hamburg, in der gesellschaftlichen Mitte. In dieser Situation gilt es, diese Schicht nicht weiter zu schwächen und zahlreiche Politiken, Steuerrecht, Familienpolitik, Gesellschaftspolitik mit ihren positiven wie negativen Auswirkungen in den Blick zu nehmen. Es muss dabei Sorge dafür getragen werden, dass der Zugang in diese gesellschaftlichen Bereiche offen bleibt oder wieder geöffnet wird. Chancen für den Zugang in die gesellschaftliche Mitte muss auch die wachsende Gruppe der Zuwanderer erhalten. Es wäre äußerst kurzsichtig, die hier schlummernden Talente und Potenziale für unsere zukünftige Entwicklung nicht zu nutzen. Und es wäre gefährlich, hier gleichsam an deren unteren Ende eine Parallelgesellschaft entstehen zu lassen. Nur so kann auch ein Auseinanderdriften der Gesellschaft, das Entstehen von Parallelgesellschaften verhindert werden. Dass sich auch Teile der wirtschaftlichen Oberschicht ja längst von ihrem lokalen Umfeld
zugunsten eines globalen Jetsets verabschiedet haben, habe ich ja bereits erwähnt. Aber kann man sich heute noch vorstellen, dass Bürger, wie dies vor 100 Jahren in Frankfurt geschehen ist, eine Universität nicht nur gründen, sondern auch großzügig finanziell ausstatten? Die Frankfurter Uni galt damals als die bestausgestattete Universität in Preußen. Es gibt noch mäzenatische Bürger, auch in Frankfurt oder hier in Bad Homburg, früher Werner Reimers, dem wir dieses Anwesen zu verdanken haben, heute Johanna Quandt, Ehrensenatorin und große Mäzenin der Goethe-Universität und des Frankfurt Institute for Advanced Studies, Karin und Carlo Giersch, die auf dem Riedberg das Giersch Science Center etabliert haben, in dessen Mittelpunkt ebenfalls das FIAS steht. Aber es fehlen weitgehend die früheren Unternehmer und Bankiers, die wie gesagt durch Manager und Banker ersetzt wurden. Mir fällt in Frankfurt nur noch eine Persönlichkeit ein, die dem Idealbild des Bankiers und klassischen Bürgers entspricht, der Frankfurter Ehrenbürger Friedrich von Metzler. Es gilt deshalb, die Fähigkeit der Bürger zum sozialen Engagement zu stärken. Das kann auch geschehen durch finanzielle Anreize, wie die Anhebung der sogenannten Übungsleiterpauschale oder die von der Regierung Schröder beschlossene deutliche Verbesserung der steuerlichen Begünstigung der Errichtung und Ausstattung von Stiftungen und Zustiftungen. Lobend erwähnen möchte ich auch das Matching von Stiftungsgeldern für die Goethe-Universität in Höhe von 50 Millionen Euro durch die Hessische Landesregierung 2007. Viele Universitätspräsidenten haben mir seinerzeit versichert, wie sehr sie sich eine Nachahmung durch ihre Landesregierungen gewünscht hätten. Eine Anreizwirkung entfaltet schließlich auch das Programm der Deutschlandstipendien, bei dem der Bund zu den 1.800 Euro, die ein Bürger für einen Stipendiaten zahlt, einen ebenso hohen Beitrag beisteuert. Die Goethe-Universität konnte im letzten Jahr auf diese Weise über 600 Stipendien verteilen, mehr als jede andere Universität in Deutschland. Bürgerschaftliches Engagement ist jedoch auch dadurch gewirkt worden, dass beim Verkauf der Frankfurter Sparkasse ein beträchtliches, nahezu totes Kapital gehoben und zum größten Teil in eine Stiftung der Polytechnischen Gesellschaft eingebracht wurde. Wer das geschafft hat, ist der frühere Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Herr Rink, den wir heute Abend hier ausdrücklich begrüßen. Diese Einbringung eines beträchtlichen Kapitals in die Stiftung bewirkte gleichsam eine Initialzündung für die Bewirkung und Verstärkung für Bürgerlichkeit, gerade in den Bereichen der Gesellschaft, der seinen Weg in die Bürgergesellschaft oftmals noch finden muss. Und wir betrachten die Entwicklung der Stiftung der Polytechnischen Gesellschaft mit großem Respekt und hoffen auf weitere positive Entwicklung hier in Kleber. Ein derartiges Engagement. Ich möchte aber beispielsweise auch noch hier die Herbert-Quandt-Stiftung in Bad Homburg erwähnen oder den Verein Mentor nennen, der sich der Bildung benachteiligter Kinder verschrieben hat, sucht das bürgerschaftliche Engagement zu stärken, gerade auch der Gruppen der Gesellschaft, die sich hier noch schwer tun. Und hier ist nochmal auf ihre Bildungsarbeit hinzuweisen. Dadurch wollen sie den einzelnen Bürger in die Lage versetzen, dass dieser sich in den demokratischen Verfahren und Fragen orientieren und handeln kann. Dieses Angebot muss auch für die Immigranten, muss auch die Immigranten erreichen, die sich auf einen dauerhaften Aufenthalt in diesem Land eingerichtet haben und sich dort in ihrem gesellschaftlichen Umfeld einfinden müssen. Eigentlich müssten die Voraussetzungen politischer Bildung so gut sein wie nie zuvor, denn noch nie gab es eine so große Zahl bestens ausgebildeter Menschen in diesem Land. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich habe mich vor allem mit zwei Voraussetzungen eines freiheitlichen Gemeinwesens beschäftigt, der selbstverantwortlichen Persönlichkeit zum einen, einer lebendigen Bürgergesellschaft zum anderen. Es dürfte auch deutlich geworden sein, dass beide Voraussetzungen heute vielfach gefährdet sind. Diesen Gefährdungen zu begegnen, stellt meines Erachtens die zentrale Herausforderung für eine liberale Politik dar. Als ein Element, elementar, wenn der nicht einzige Voraussetzung sowohl zur Stärkung bürgerschaftlichen Tugenden wie auch der Bürgergesellschaft hat sich die Bildung erwiesen. Und für Bürger und Bürgergesellschaft müssen Räume erhalten und geschaffen werden, in denen sie sich entfalten können. Lassen Sie mich abschließen mit einem kleinen Test.
Auf dem Rednerpult auf einer FDP-Neujahrsveranstaltung in diesem Jahr stand folgender Text. Zitiere. Jeder Einzelne hat es in der Hand. Veränderung, Chancen, Aufbruch. Unser Auftrag ist dabei klar. Stärken wir den Glauben der Menschen an sich selbst. Zitat Ende. Ein schöner Satz. Aber warum greift er zu kurz? Wenn Sie mir gefolgt sind, können Sie die Frage beantworten. Damit der Mensch sich gestaltend entfalten kann, reicht eben nicht der Glaube an sich selbst. Es müssen Voraussetzungen, Strukturen hinzukommen, die ihn dazu in die Lage versetzen. Christian Lindner hat unlängst zu Recht Theodor Heuss zitiert: Wir müssen den Einzelnen stark machen, damit er aus eigener Verantwortung etwas erreichen kann. Und hinzuzufügen ist, damit er in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Diese Voraussetzung hierfür muss zum einen der Staat schaffen, Staat im Sinne einer recht- und rahmensetzenden, leistenden, gewährleistenden und Chancengleichheit sichernden Institution. Der Einzelne bedarf aber auch der Einbettung in eine stabile soziale Umgebung, in die Bürgergesellschaft, auch um den Staat nicht zu stark, nicht allmächtig, übermächtig auch als Fürsorgestaat werden zu lassen. Ein freiheitliches Gemeinwesen kann zu Beginn des 21. Jahrhunderts deshalb weder gelingen in einem etatistischen Obrigkeits- oder, so Friedrich Naumann, in einem Bevormundungsstaat aus staatssozialistischen Geistern, noch in einer ausschließlich durch Markt und Wettbewerb getriebenen neoliberalen, früher sagte man laissez-faire Sozialordnung. Die Menschen- und Persönlichkeitsrechte können sich nicht, so betont auch Friedrich Naumann vor mehr als 100 Jahren, selbst schützen. Sie sind, so unterstreicht er, Zitat, unter Ablehnung der falschen Lehre von der Allmacht des Staates angewiesen auf Selbsthilfe der Beteiligten, freies Zusammenwirken der Gesellschaftsklassen, aber auch durch Einwirkung der Gemeinden und des Staates. Zitat Ende. Diese Feststellung gilt heute, 100 Jahre später, mit erheblich stärkerer Berechtigung. Wir brauchen deshalb eine sozial-liberale Wirtschaft und Gesellschaftsordnung, die ein Höchstmaß an freier Entfaltung für eine möglichst große Zahl von Menschen ermöglicht. Hier zielführende staatliche Aktivitäten zu entfalten, erfordert eine klare Analyse der Probleme und im Sinne einer Freiheitsverträglichkeitsprüfung nach dem Maßstab des in dubio pro libertate eine Auswahl unter den in Betracht kommenden Handlungsalternativen unter Einschluss der Nullvariante, das heißt des staatlichen Nichtstuns. Auf diese Weise Entscheidungen zu treffen, ist zweifellos mühsamer und weniger schneidig, als der Hinweis, der Markt wird es schon richten. Aber ich denke, dass in einer derart gestalteten Sozialordnung sich die Persönlichkeit des Einzelnen entfalten kann, die ihm die Möglichkeit der Veränderung, der Chancen und des Aufbruchs an die Hand gibt. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben.